Nus aktuell hat verschiedene Formate, verschiedene Angebote im Portfolio. Wir haben einerseits die Verbreitung von Bildern. Das heißt, wir nehmen die Bilder in unseren Systemen an und verbreiten sie dann an die Medien, an den Finanzmarkt, an Video- und Bildportale weiter. Und Video habe ich schon erwähnt. Wir bieten also auch die Verbreitung von Videos an. Auch das läuft über unsere Portale, sei es über das PR-Portal, unser Webdesk-Portal oder über unser Euro-Ad-Hoc-Portal. Und auch da ist es eine mediengerechte Verbreitung der Informationen, der Inhalte, sei es an, wie gesagt, Redaktionen, sei es an Portale, sei es an Weiterverbreiter auch, wie Reuters, wie dpa, FX, wie Bloomberg, die alle mit Bild- und Videomaterial arbeiten. Das ist eine gute Frage. Wir haben heute gemerkt, dass das eine sehr dynamische Entwicklung ist. Wir sehen alle die Veränderung der Medienlandschaft in den letzten Jahren. Das hat rapide zugenommen. Und ich glaube, dass im Bereich IR wir weiterhin mit Bildformaten arbeiten werden. Jeder kennt das bei der Erstellung des Geschäftsberichts. Da werden Bilder erstellt. Wir werden aber in Zukunft vermehrt die Erstellung von Videos sehen, von Videoformaten. Jeder IRler hat bestimmte Termine, die im Jahr planbar sind. Die Bilanzpressekonferenz beispielsweise, die Erstellung des Jahresfinanzberichts. Dazu könnte man durchaus, wie es einige größere Unternehmen schon machen, rechtzeitig Bild- und Videomaterial erstellen und das über unsere Services dann den Medien zukommen lassen, damit die dann damit arbeiten können.